Eins, zwei, drei. Keine Ahnung, was es war, es ist endlich vorbei. Drei, zwei, eins. Ein Leben zu viel ist immer noch besser als kein. Schlaue Bücher und die schöne Musik. Ja, heute findet nach dem ersten Vereinsjahr des Kinderklinikkonzerte e.V. unser zweites großes Kinderklinikkonzert statt mit einer bekannten Band. Nach Revolverheld haben wir dieses Jahr Tupita Jones zu Gast. Und es ist das 7. Kinderklinikkonzert insgesamt und wir freuen uns wahnsinnig drauf. Emma für Emma. Wir sind hier in Magdeburg und wurden eingeladen, auf dem Kinderklinikkonzert zu spielen für Kinder, die eben im Krankenhaus sich aufhalten müssen, die mit Sicherheit nicht wollen. Und wir konnten ihnen hoffentlich heute eine halbe, dreiviertel Stunde ein bisschen aus ihrem Kinderkrankenhausalltag rausholen und mit ihnen zusammen ein bisschen Spaß haben und Weihnachtslieder singen und auch ein paar eigene Tupita Jones Songs. Wenn man halt irgendwie die Möglichkeit hat, wenn man schon als Band irgendwie in der Öffentlichkeit steht, dann sollte man sowas auch nutzen und auch für Sachen, wo es wo man als Band kein irgendwie Selbstzweck oder so von hat, aber das einfach weitergeben, was man für ein Glück hat. Ich hatte das Gefühl, dass die Spaß hatten, wie wir auch. Ich habe in sehr viele lächelnde und mitsingende Gesichter geguckt. Die Welt und mit ihr alles, was wir kannten. Wir versucht, verloren, verstanden. Ja, eine bekannte Band ist natürlich auch sehr wichtig für uns. Das erreicht einfach mehr Leute und da sind wir sehr dankbar und sehr stolz. Und wir hoffen natürlich, dass wir immer wieder Bands finden, die mitmachen und die uns unterstützen. So still, dass jeder von uns wusste, dass ich würde es anderen Kliniken auf jeden Fall empfehlen, diese Initiative mitzunutzen und auch die Klinik dafür zu öffnen, weil es einfach eine ganz tolle Einrichtung ist. Und natürlich auch mal nah dran zu sein, auch an den Musikern. Für die Kinder ist das eine ganz tolle Sache. Die sind deshalb so toll, weil wir einfach als Krankenhaus, als Kinderklinik natürlich häufig was mit Kindern machen, was ihnen nicht gefällt. Und wir haben hier eine ganz tolle Alternative, mal Kindern was zu bieten über diesen engagierten Verein Kinderklinikkonzerte. Einfach eine positive Assoziation zum Krankenhaus zu bekommen und nach Hause zu gehen, zu sagen, hey, das war toll, was wir hier erlebt haben. Ist der Grund, warum ich nachts nicht schlafen kann, wenn ich auch tausend Lieder vom Vermissen schrei. Ist das noch nicht, dass ich verstehe, warum dieses Gefühl immer bleibt? Ihr seid super Klatscher und Sänger, vielen Dank.